ARK Survival Sanded Server Cluster mit Club ARK. ARK Survival Sanded stellt dich in seiner Welt vor viele Herausforderungen. Allen voran die wilde Flora und Fauna, die mit vielen verschiedenen Kreaturen und Gegenständen auf dich wartet. Crafte immer bessere Gegenstände und zähme dir die stärksten Dinos. Was ARK aber außerhalb der Events oder Mods weniger ausmacht, waren dabei allerlei Minispiele. Hier gibt es extra dafür einen neuen Modus namens Club ARK. Hier landest du allein oder zusammen in einer kleinen Hubwelt, von der aus du dich mit deinen Freunden in allerlei Minispielen duellieren kannst. Passe deinen Charakter optisch an und verdiene dir viele nützliche Belohnungen. Normal verfliegen diese Belohnungen aber, wenn du deinen Server wieder verlässt. Das ist aber nicht der Fall, wenn du vorher deinen Club ARK Server mit deinem oder deinen ARK Servern verbindest. Dann kannst du jederzeit durch das Servercluster reisen und bei Bedarf Minispiele spielen und deine Belohnungen auf deine Server mitnehmen. In diesem Video wollen wir dir zeigen, wie du deinen Club ARK Server mit deinen anderen Servern verbinden kannst. Wo gibt es Club ARK Server? Um zu starten, benötigst du mindestens zwei Server, denn ein Servercluster besteht nun mal aus mehreren Servern, die miteinander verbunden sind. Entweder du änderst einen vorhandenen Server über die Spielwechselfunktion zu einem Club ARK Server, oder aber du mietest dir einen neuen Club ARK Server. Einen vorhandenen Server änderst du, indem du in das Webinterface deines Servers gehst. Klicke nun auf die Spielwechsel-Schaltfläche. Im nächsten Fenster findest du nun eine Liste aller unterstützten Spiele. Filtere oben nach Club ARK und drücke dann auf Installieren. Wenn du keinen Installieren-Button hast, liegt das daran, dass du bereits 5 Spiele installiert hast und eins vorher löschen musst. Danach musst du etwas warten, bis der Server das Spiel gewechselt hat. Einen neuen Club ARK Server findest du auf nitrado.net unter Produkte und dann Game Server. Hier kannst du deinen Server so konfigurieren, wie du ihn brauchst. Also ob du ein Abonnement haben möchtest, wie viele Plätze oder Slots du brauchst und so weiter. Ein Cluster erstellen. Nun haben wir mindestens zwei Server, jetzt können wir ein Cluster erstellen. Dafür müssen wir als erstes beide Server herunterfahren und anschließend das Cross-ARK-Feature aktivieren. Gehe zuerst ins Web-Interface deiner Server. Als nächstes musst du beide Server stoppen. Sind dann beide Server gestoppt, musst du auf der linken Seite in den Tab Cross-ARK. Auf deinem Hauptserver musst du nun Cross-ARK aktivieren und eine neue Cluster-ID generieren. Diese Cluster-ID fügst du dann per Copy and Paste in jeden anderen Server ein. Dein Hauptserver ist dabei der, den du als erstes im Spiel beitrittst. Hat dann jeder andere Server in der Cluster-ID-Spalte die ID deines Hauptservers, musst du nun noch als letztes die Einstellungen übernehmen und anschließend deinen Server neu starten. Als nächstes zeigen wir dir, wie du im Spiel auf deine Server zugreifen kannst. Club ARK aufrufen. Wieder im Spiel ist die Integration von Club ARK extrem einfach. Du musst einfach nur dein Pausemenü öffnen und Club ARK aus dem Menü auswählen. Beachte dabei, dass dein Spielcharakter an der Stelle, an der du zurzeit stehst, ohnmächtig wird und erst dann wieder aufwacht, wenn du Club ARK wieder verlässt. Mache das also am besten in deiner Basis. Hattest du Club ARK vorher noch nicht ausgeführt, muss es zuerst installiert werden. Das sollte aber nicht allzu lange dauern. Nach der Installation lädt das Spiel und du kannst dich in deiner neuen Hubwelt austoben. Spiele Wackadodo, duelliere dich mit deinen Freunden oder spiele eins der diversen anderen Minispiele. Im Casino kannst du dabei deine gewonnenen Coins gegen alle möglichen Gewinner am Glücksrad ausgeben. Bist du mit Club ARK erst einmal fertig, dann kannst du jederzeit wieder über das Pausemenü in deine normale Welt zurückkehren. Hier hast du nun die Wahl, zu welchem Server du zurückkehren möchtest. Wähle den passenden Server aus und tritt ihm bei. So kannst du zum Beispiel auch die Karten ändern. Oder du änderst sie an einem Obelisken. Das genaue Einstellen von Servercluster mit jeweils unterschiedlichen Karten haben wir dir aber bereits im Video oben im i erklärt. Benötigst du dafür Hilfe, schau doch einmal dort vorbei. Die Welt von ARK Survival Sanded entwickelt sich stets weiter, sei es durch neue Karten oder aber durch die vielen neuen Updates. Im Vergleich zu ARK Survival Evolved sind viele neue Features dazugekommen, unter anderem der neue Club ARK Modus, der sogar auch noch bestimmte Events bekommt. So ist zur Aufnahme dieses Videos gerade das Summer Bash Event live. Wir sind gespannt, welche weiteren Minispiele und Änderungen ARK Survival Sanded und Club ARK in der Zukunft erhalten werden. Wir hoffen, wir konnten dir mit diesem Video weiterhelfen. Wenn ja, dann würden wir uns über ein Like freuen. Für mehr Tutorial-Videos über ARK und deinen Nitrado-Server lohnt sich ein Abo und ein Klick auf die Glocke, um keine neuen Uploads von uns mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, ciao!